Willkommen zurück zur Pokémon Saphir Mondheit Challenge Typ Water. Hier in der Arena von Blütenburg City. Erwarten uns die fünfte Arena. Denn die fünfte Arena gehört unserem Vater. Eigentlich ist es ja nicht unser Vater, weil eigentlich, wenn man die Serie guckt, das ist der Vater von Mike und nicht von Briggs. Und daher Legumio. Losbreaker. Und ich werde Probleme bekommen, wahrscheinlich. Weil meine Pokémon noch nicht so hoch trainiert sind. Initiative sinkt wieder. Und Gesang. Geil. Das kann ja weiter werden. Und Anziehung. Angriffsding. Ja, toll. Zack. Das war ein unglaublicher Kampf. Dankeschön. Zack. KP-Saugerraum steht auf dem Schild. Möchtest du die Höhe öffnen? Na klar, Mann. Verschwende deine kostbare Zeit nicht damit, die Fähigkeit meines Pokémon zu blockieren. Okay. Geodrattax. Oh shit. Schaufel. Ah, oh, Mega Block. Hä? Gehen wir erstmal in Achtung. In Achtung. Gehen wir erstmal in Acht. Gucken, was er macht. Nochmal Schaufler. Patz. Zumindest, wenn er zurückgeschreckt. Breaker begräbt sich jetzt. Knacks. Was überlebt? Es kommt natürlich her Sandwirbel, aber Aquaknarre trifft. Und gedeiht. Die Fähigkeit meines Pokémon nicht blockiert. Und doch habe ich verloren. Okay. Raum der Stärke steht auf dem Schirm, wenn sie zu öffnen. Wenn jeder Schlag ein Volltreffer ist. Oder so. Sarilena hat uns angewiesen, alles zu geben, um dich zu besiegen. Auch wenn du das Kind des Leiters bist. Ja. And go. Aquaknarre. X-Angriff. Ah ne, das ist der Stärkeraum, ne? Nicht der Volltreffer. Oh. Krass. Das war Schaden von mir, ey. Initiative sinkt. Er pusht sich. Schlecht. Was? Aber Zornklinge macht nur doppelten Schaden, wenn es häufiger trifft. Am Anfang noch nach eine Stärke von 10 und wird dann immer verdoppelt erst. Yay. Yeah. Ah, das war wohl nix. Das würde ich auch so sagen. Ach, in der Leiter, also sie als welche. Schiss. Nö. Gehen wir mal. Warte, das war der erste Raum, ne? Joa. Okay. Ich stärke die Verteidigung, ist dessen Rücksichtslose, kann ich angreifen. Okay. Dann zeig mal, was du drauf kannst. Ja, ich weiß. Ist so der Standardspruch geworden. Aber. Nix Abwehr. Verteidigung von Gerätags steigt. Stört mich nicht im geringsten. Wohl eigentlich schon. Aber ich habe keinen speziellen Angriff.
hab mein Pokémon mit Spezialangriff, oder? Los, Tuttle! Zeig, was du kannst! Du schaffst es! Oh! Tuttle wird sterben. Ich meine, besiegt werden. Oh, ein Volltreffer! Und K.O. Shit. Samba, los! Du hast bestimmt Mogelhieb drauf oder so. Ja, Mogelhieb. Zack. Breaker Reis Level 30. Okay. Dann lass mich mal rausgehen. Okay, dann gucken wir mal. Quad heilen. Dep, dep. Balalabam. Balalabam. So. Mal schauen, wa? Tuttle musste ja wiederbelebt werden und, ja, eine Auffrischung der Attacken bei Breaker war ja auch nicht verkehrt. Haben eine Genauigkeit. Ach, das ist der Feuerschlag-Vortreffer ist. Diese Darm der Genauigkeit, das ist schon ziemlich fies, wenn jeder Tag ein Treffer ist. Ja, wenn man Attacken hat, die 100% keine Neuigkeit haben, dann sind die auch jedes Mal ein Treffer. Los, Breaker, Lebensschuss! Zack! Bam! Initiative sinkt. Schon heute. Und deswegen kann ich nochmal angreifen. Und das vernichten. Du bist ein bisschen stärker als ich. Ach, übertreib mal nicht. Komm, der Verteidigung steht auf dem Schild. Möchtest du durch die Tür gehen? Nö. Hab ich eben schon gemacht. Kommt der Erholung. Sie verwendet Super Tränke und was weiß ich was. Ja. Ja, wenn du den Angreifer in Nähe siehst, fühlt dich dein Gegner mit KP auf. Kannst du dir vorstellen, wie man sich in so einer Situation fühlt? Ja, dir so eine Situation demonstrieren. Wow, jetzt habe ich aber Angst. Junge, Junge, Junge. Ah. Lebensschuss. Kopfnuss. Streck zurück. Nein. Nox. Streck zurück. Alter, willst du mich verarschen? Sag doch gleich mal, was du machen kannst, ey. So, Initiative sagt nochmal. Oh! Weiß aber etwas, was du nicht weißt. Das ist das. Ach, shit. Als Zertrümmerer. Bam! Warum sind die Verteidigung nicht? Setz den Zertrümmerer ein. Okay, Samba ist besiegt. Pelikan, du bist dran. Streng dich an. Schock. Schockwelle auf du. Bam. Aquaknab auf du. Bam. Flügelschlag auf du. Bam. Und das war's. Krasser Kampf, ey. Ich konnte nicht so genügend KP aufhellen. Welch eine Angriffskraft. Dann fresse.
K.O.-Treffer. Oh, nein. Zack. Zack. Und nochmal heilen, bitte. Dankeschön. Komm, ja, ist er wieder vorbei. Ach, den Weg einfach lang. Sehr schön. Zack. Gehen wir nochmal hier rein. Das war der Verteidigungsraum, ne? Jo. War hier auch noch ein zweiter Raum. Lüpp. Hier. Co-Trefferraum, sehr schön. Dann ist das der letzte. Oder der vorletzte. Ich werde es dir nicht leicht machen, nur weil du das Kind eines Leiters bist. Ich werde dir beibringen, was ich für einen Pokémon-Leiter einen kritischen Schlag zu erhalten. Okay, dann tu das. Sengo. Christian. Lebensschuss. Angriff plus. Initiative sinkt. Ich kann auch nicht nochmal angreifen. Jo, und schon ist Angriff plus vernichtet. Deine Stärke, du kennst großartig. Dankeschön. Du nicht. Keine Leiter steht. Blablabla. Ja. Okay. Let that go! Hm, du wirst hier Ohren fallen, wie versprochen wäre ich. Wenn wir nun einen Kampf austrechten, Phil, ich bin so glücklich, dass mein eigenes Kind stark genug ist, gegen mich zu kämpfen. Aber Kampf ist Kampf. Ich werde als Arena-Leiter alles tun, um diesen Kampf zu gewinnen. Phil, du sollst es jedenfalls dein Bestes geben. Ach, nö, nö. Nicht nötig. Natürlich ist es nötig, Norman ist einer der stärksten Arena-Leiter hier. Vor allem guckt euch die Level an, ja. Voll unfair. Und Fassade macht einfach mal über die Hälfte des Damages. Zum Glück Paulens das jedes Mal. Noch ein Angriff. Kann ich mich wenigstens heilen? Ich hab nicht genug Tränke. Doch, habe ich. Ich habe einen gekauft. Wo ist nochmal das Protein her? Egal. Was? Diesmal macht das mehr Damage? Dann setze ich mal Schaufel ein. Ein bisschen Taktik hier. Ging daneben. Ba-da-ba-ba-da-bam. Paulens. Ba-ba-da-bam. Werd geheilt einfach so. Oh nein. Das wird mein Untergang sein. Shit. Weil er faulenzt. Oh, cool. Ching. Also mal Felskrabbeln. Die Initiative sinkt weiter. Ich muss mir was anderes überlegen. Oh mein Gott. Angriff sinkt. Oh shit. Oh Gott.
Das wird ein langer Kampf. Da nehme ich zwei von den Viechern. Komm, ich setze den Kala als Deathholer rein. Damit er sterben kann. Du schaffst es, Breaker. Einfach ein Falltreffer mit Aquaknarre oder so. Yeah, yeah, yeah. Und schaufler dich ein. Oh nein. Fieses Mob. Initiative sinkt. Gähner kommt. Puh. Muss auf jeden Fall tauschen, sonst schlafe ich ein. Go Samba, go Samba. Jambrero! Zertrümmer. Das überlebt er nicht. Fassade, ey. Hat natürlich einen monstermäßigen Angriff und hier. Schlitzer. Okay. Schwäche ich nochmal. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich könnte mich nochmal heilen. Ja genau, schlitz mich nochmal auf, Alter. Oh, das kann auf jeden Fall schon mal nicht. Ist auf jeden Fall schon mal nicht zurückgeschreckt. Hm, Superschall, triff doch mal. Bitte. Yes. Nein. Okay, Wechsel kann man Zugabe noch austauschen. Und nochmal den Angriff schwächen. Und das war's für Großmaul. Aber Breaker, das schaffst du jetzt. Finte, findet immer. Aber nur nicht, wenn es verwirrt ist. Initiative sinkt. Stark. Ich brauche noch ein paar Legendenschüsse für das zweite Pokémon. Das dritte Pokémon. Deswegen muss er jetzt auf Felsgrab wechseln. Oh shit, ey. Was? Übertrank. Gleich mal übertragen, Alter. Okay. Felsgrab. Oh Gott. War es hier ein Volltreffer? Also das nicht, aber das davor. Bam.
weiterkämpfen. Breaker ist der Gewinner. Und jetzt kommt. Shit. Pelikan, komm, fertig. Na, wie Staub. Finte. Warum verwendet es denn jetzt Finte? Sprech mir am besten mal die Initiative. Ah! Versteckt seinen Fokus. Er trifft doch niemals mit den Schlag, weil er immer faulend. Oh. Ach, er nutzt die Faulheit, um den Fokus zu stärken. Das ist krass. Ne. Ging daneben. Ich muss irgendwas tun, ja. Hier ist mein Großmaul. Was? Nur die Hälfte? Das ist immer das mal. Doppelten. Das ist wie das Heilkraut, das ist ein Top-Beleber, oder? Das ist in der vierten Generation so. Schwachsinn, ey. Energiestau. Ah, nee. Kraut. Das ist aber schlimm, ey. Ich hab jetzt nicht mehr gerechnet, dass er so ausfällt. Problem ist, ich kann ja auch nicht vergiften oder so, weil dann ist ja Fassade stärker. Das ist ja das Fiese. Faulenz. Versteckt seinen Fokus. Ja, kann ich angreifen. Faulenzt. Und kriegt den K.O.-Schlag. Boah. Der Arena-Leiter hat jetzt so lange gebraucht wie die ganzen Trainer zusammen, ey. Krass. Bodycheck. Bodycheck. Das kann. Ich mach Schaufler weg. Aus Gründen. Level 28. Ah, oh, Kugelschreiber. Zu. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht glauben, Phil. Ich habe gegen Phil verloren. Und Regeln sind Regeln. Hier, das ist für dich. Gott, ey. Balance! Oh, Balance. Oh, denn. Mit diesen Ohren erhält sich die Verteidigung all deiner Pokémon. Pokémon, die dich vor allem Surfer erlernt haben, können die auch heißen. Wird das Wasser einsetzen? TM42 Fassade. Fassade. Team 42 enthält Fassade. Sie verdoppelt die Stärke der Attacken, wenn das Pokémon vergiftet, parasiert oder verbrannt wurde.
So kann eine vermeintlich aussichtslose Situation vielleicht gerettet werden. Als Arenaleiter kann ich gar nicht sagen, wie bestürzt ich bin. Als Vater macht es mich einerseits sehr stolz, andererseits auch traurig. Oh ja, die Eltern von Naiko sind vor kurzem hier gewesen. Sie sagten, dass sie dir etwas schenken möchten, Phil. Zum Beispiel VM03-Surfer. Na gut, das werden wir dann im nächsten Part rausfinden. Ciao.